Tanja. Dass ja, Tanja, danke, dass wir hier sein können. Tanja Busse ist im normalen Leben Autorin und Journalistin, schreibt ganz viel über Landwirtschaft und auch darüber, dass sich was ändern muss. Hallo Tanja. Hallo Joyce, ich freue mich, dass du wieder da bist, dass wir zusammen moderieren dürfen, denn Joyce Herz hängt an der guten Landwirtschaft. Das ist auch ihr Hauptberuf und heute sagt sie, es ist eine Ehre für sie, auf dieser Bühne zu stehen. Danke dir, dass ihr uns habt und ich würde mal sagen, los geht's, ne, Tanja? Ja, genau, das Wichtigste ist heute, wir sind nicht eine Demo von einer Gruppe oder so, wir sind so, so viele und so viele Gruppen, die für eine gute Landwirtschaft stehen. Und für dieses ganz, ganz, ganz breite Bündnis begrüßt sie jetzt vom Demo-Orga-Team Wir haben es satt, Regina Hollo. Es sieht schon ziemlich gut aus von hier oben, aber ich sage euch das jetzt mal nicht, das ist sonst sehr gemein. Also, liebe Freundinnen und Freunde der bäuerlichen Landwirtschaft, liebe Umwelt-, Naturschützer, liebe kritische Verbraucherinnen, liebe Imkerinnen, liebe Imker, einfach alle, die ihr heute hier seid, ich sag mal herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch heute in diesem sonnigen Mittag auf den Weg gemacht habt. Im Namen des ganzen Trägerkreises von Meine Landwirtschaft, das ist ein sehr breites Bündnis aus Tierschutz, Umweltschutz, Bäuerinnen und Bauern, aus kritischen Verbrauchern, aus Imkerinnen und Imkern, einfach das, was ihr seid, möchte ich, Regina Hollo, euch hier im Namen des Trägerkreises und im Namen des ganzen Demo-Orga-Büros herzlich willkommen heißen. Einige von euch sind wahrscheinlich nur ein paar Stationen mit der S-Bahn gefahren. Andere sind heute Morgen um 5 Uhr vielleicht in einen Bus irgendwo in Bayern eingestiegen. Und die Bäuerinnen und Bauern haben sich zum Teil schon am Donnerstagmorgen in ihre zum größten Teil beheizbaren Traktoren auf den Weg gemacht. Und sie rollen jetzt hier gerade ein. Wir möchten euch ganz herzlich willkommen heißen aus Berlin, aus ganz Deutschland, aus ganz Europa und auch aus der ganzen Welt. Schön, dass ihr hier seid. Aber ich möchte auch alle Journalistinnen, alle Ordnerinnen, alle Helfer und Helferinnen, die uns hier heute helfen für einen reibungslosen Ablauf und natürlich auch die Polizistinnen und Polizisten, die uns heute Morgen schon mit dem Treckerzug geholfen haben, auch nochmal Danke sagen, denn mit euch klappt das schon noch ein bisschen besser. Wir werden uns später auf den Weg zum Auswärtigen Amt machen, vor die Agrarministerin und Agrarminister tagen und mit unseren Kochtöpfen, ich habe jetzt leider gerade keinen hier dabei, richtig Lärm machen und ein Zeichen für die Agrarminister setzen. Unsere Bewegung hat einen langen Atem. Heute demonstrieren wir heute das 9. Mal zum Auftakt der Grünen Woche. Wir haben ein gutes Durchhaltevermögen. Und das ist wichtig, um politisch etwas erreichen zu können. Es ist keine Selbstverständlichkeit, im Januar immer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, mal bei Schneeschauer, heute zum Glück, toi toi toi, bei Sonnenschein auf die Straße zu gehen. Die Gesellschaft bewegt die Themen Landwirtschaft, Ernährung, Natur und Tierschutz. Und vor allem nach diesem Hitzesommer und nach dem Regensommer 2017 fragen wir uns, wie es weitergeht mit dem Klima. Wir gehen hier heute mit vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen auf die Straße, um uns über diese Themen auszutauschen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen und auch bestimmt voneinander zu lernen. Und was besonders toll ist, es kommen immer mehr junge Leute dazu. Zukunftsfähige, klimaschonende Landwirtschaft auf die Straße zu gehen. Und es geht auch darum, die Weichen für die kommende EU-Agrarreform mitzugestalten. Denn wir wollen eine Agrarwende, und zwar jetzt. Und eins möchte ich noch sagen. Wir sind eine breite Bewegung und wir sind vielfältig. Unsere Solidarität ist unsere Stärke. Doch es gibt auch immer wieder Menschen, die Menschen gegeneinander ausspielen wollen. Dass Veränderung nur zusammengeht, das wissen wir hier alle. In Zeiten wie diesen, wo immer mehr Menschen
wo es immer mehr Menschenfeindlichkeit gibt. Von Plattenparolen, Zuspitzungen, wo Ausgrenzung und Rassismus immer stärker zunehmen, wollen wir ein deutliches Zeichen setzen. Wir stehen für eine globale Solidarität. Wir stehen für Internationalität und wir stehen für eine offene Gesellschaft. Mit allen anderen auf der Welt, die von Landraub, von Klimawandel und von Hunger bedroht sind. Das heißt auch, und das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, Menschen mit rassistischem Gedankengut und Nazis haben nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Wir haben ein reines Gesetz und genauso haben wir Rassismus satt. Wir möchten euch außerdem bitten, Schilder, die KZ-Vergleiche anstellen, Bäuerinnen oder Bauern diffamieren oder sogar diese als Mörder und Mörderin zu verurteilen, nicht mit auf dieser Demo mitzunehmen. Zum Abschluss kommt jetzt noch mal ein bisschen das Bürokratische. Ich weise euch noch darauf hin. Bitte tragt keine Waffen oder sonstige Gegenstände mit euch mit, die zu Verletzung von Personen oder Beschädigung von Sachen eingesetzt werden können. Ja, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Also, dann würde ich jetzt sagen, die Sonne scheint.